Hallo Sean, herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Und ja, ich freue mich wieder, mich selbst hören zu können, denn tatsächlich letzte Woche war ich stimmlich komplett weg, ging es mir wirklich nicht gut. Und ja, seit gestern geht es langsam so ein bisschen und jetzt hier am Sonntagabend kann ich auch soweit wieder reden, dass ich hier das Video aufnehmen kann. Auf dem Kanal habt ihr das nicht so wirklich mitbekommen, weil letzte Woche habe ich dann einfach auch mal genutzt, um ja einfach mal so ein paar alte Videos, die ich schon länger liegen hatte, vor allem mit den Escape the Box Sachen, hochzuladen. Und das endlich Wochenending habe ich auch vorab aufgenommen. Für die Woche ist es auch noch ganz entspannt für mich, weil ihr auch in dieser Woche Aufnahmen bekommen werdet, die schon vorher aufgenommen worden, Anfang Mai. Nämlich habe ich mir gedacht, ich werde mich auch mal zu diesen ganzen typischen Videos, die gerade so aufploppen bei allen möglichen Content-Creatern, zum Thema des Spiel des Jahres. Die Spiel des Jahres Jury tagt, ja. Und ich mache das aber natürlich, weil ich auch von keiner anderen Sache wirklich Ahnung habe, nur rund um kooperative Spiele und habe dort drei Videos gemacht. Also einmal Kinderspiele natürlich, dann das Spiel des Jahres und das war für mich eigentlich eher spannendere Ding, das Kennerspiel des Jahres. Ne? Und werde da auch so ein bisschen nach den, naja, Kriterien, Anführungszeichen, der ganzen Spiel des Jahres Jury so ein bisschen nachgehen. Könnt ihr euch die Woche darauf freuen, da wird was zu kommen. Mal gucken, wie ich jetzt die Tage mit hinkomme. Vielleicht schaffe ich es auch noch schon, das Video zu Der Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg, beziehungsweise der kooperativen Variante von King of Tokyo ein Video zu machen. Genau, vielleicht schaffe ich das schon. Dann wird es dazu auch die Woche noch den Upload geben. Ja, und ich habe schon gesehen, unter endlich Wochenende, weil das passt ja auch sehr gut hier in den Crowdfunding-Überblick, in den es natürlich auch gleich reingeht. Ihr könnt ja unten den Zeitstempel einfach nutzen, um das ganze Blabla hier zu überspringen. Vielleicht schaffe ich es auch schon jetzt zeitnah wirklich das Video zu Death Road zu machen. Man muss aber tatsächlich sagen, Death Road ist regeltechnisch nicht so, na, es ist eigentlich gar nicht so überkomplex, aber ich finde, es gibt so ein paar kleinere Sachen, die man einfach beachten muss. Und ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache, ob ich wirklich so ein Regeldetail-Video mache oder hier doch eher so ein überblicksartiges Video, um das Spielgefühl zu geben. Weil ich glaube, das ist das, was ja die meisten von euch interessiert. Ne? Also, was ist das für ein Spiel, wenn ich sage, cooles kooperatives Rennspiel? Ne? Da gibt es ja wirklich nicht viel. Ja, also da muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber ich plane das eigentlich jetzt schon mal mit irgendwie im Mai. So, jetzt bevor meine Stimme wieder versagt, nee, aber eigentlich passt jetzt wieder alles. Gehen wir mal über zu den Spielen, die diese Woche starten. Und das sind drei richtig fette Klopper. Aber ich möchte nur zu einem wirklich auch ein bisschen mehr sagen. Denn die anderen beiden sind gewissermaßen Reprints, Standalone-Erweiterung. Aber kommen wir gleich zu. Fangen wir an. Also Dead Cells ist scheinbar ein PC-Spiel, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe. Zudem ist jetzt auch wieder eine Brettspiel-Umsetzung gibt. Und ja, klingt erstmal grundsätzlich ganz spannend. Wir spielen hier ganz skurril Geköpfte, so wird es gesagt. Und ja, 1 bis 4 Spieler, ein kooperativer Dungeon Crawler. Dabei gibt es verschiedene Aspekte, die sie hier unter anderem auch vorstellen, beziehungsweise hier unter anderem mit vorstellen. Und zwar, zum einen, ein Aspekt des Spiels ist die Exploration. Da gibt es verschiedene Biome, unter anderem zum Beispiel auch verschiedene Burgen, wo man dann durchgehen kann. Die sind veränderlich. Dort kann man Upgrades finden, um den Charakter aufzuwerten oder neue Waffen. Oder man findet versteckte Runen, um Geheimwege zu öffnen. Natürlich kommt es auch zu Kämpfen. Und wenn ihr Gegner tötet, dann erhaltet ihr ihre Dead Cells als Loot. Aber jetzt erstmal grundsätzlich, also jeder Charakter, vielleicht ist das ganz wichtig, hat eigene Skills, also eigene Fähigkeiten plus ein eigenes Aktionskartendeck. Das heißt, werden sich wahrscheinlich sehr asymmetrisch spielen. Und Feinde, das wird hier extra so beschrieben, der Kampf, ob man das mag oder nicht mag, mag dahingestellt sein, aber es läuft sehr einfach ab über 3 Kampfphasen und man zieht auch nur eine Aktionskarte. Also es wird nicht ein Riesenmanagement sein, die Gegner zu verwalten. Nebenbei, wenn man gewinnt, kriegt man diese Dead Cells, mit denen kann man Mutationen erwerben. In 3 Kategorien, Brutalität, Überleben und Taktik. Dann kann man dann Aktionskarten erwerben, man kann auch neue Slots erwerben, mehr Gesundheit. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Aber man kann halt auch sterben. Aber sterben ist gar nicht mal so schlimm. weil das ist nicht das Ende. Das steht dann hier unter dem Aspekt Repeat. Ne? Und genau, also das wird ein wichtiger Aspekt dieses Spiels sein. Und ich muss sagen, tatsächlich seit langer Zeit mal wieder ein
Dungeon Crawler, den ich tendenziell ganz interessant finde. Genau, wir sehen hier auch mal, sieht eigentlich insgesamt sehr kartenlastig aus. Ne? Hier sehen wir zum einen mal diese Biome, ja, hier zwei verschiedene. Also das sieht mir dann gar nicht nach sowas ganz Verrückten aus. Mal gucken, was am Ende dann natürlich auch wieder der Preispunkt sein wird. Mal kurz zurück. Bum, bum, bum. Genau, hier sehen wir mal so einen Tisch aufgebaut. Also da ist schon einiges los, aber vor allem halt sehr kartenlastig. Das als Crawler, also kein Miniaturenklopper. Das finde ich grundsätzlich schon mal interessant. Also deshalb, Dead Cells finde ich auch ganz spannend. Ja, dann haben wir Monster Hunter World Iceborne. Also zu dem Videospiel gab es ja schon einen Kickstarter vor 2 Jahren, würde ich sagen. Das ist ein Boss-Battler. Und von Steamforge Games, die sind ja so etwas für sich, auch ein bisschen immer Hit und Miss. So, aber Monster Hunter World wird eigentlich recht positiv aufgenommen. Und jetzt kommt halt nicht ein Reprint, sondern eine Standalone-Erweiterung dazu. Und manche sagen, es ist ein bisschen eine Weiterentwicklung der Schwächen mit. Andere sagen, nee. Also, das werden wir sehen, wenn wir da wirklich mehr Details bekommen. Ihr könnt hier auf der Seite, ich verlinke euch das unten auch wieder alles, könnt ihr mal draufklicken, da sieht man zumindest mal die Pledge-Level. Es wird 2 grundsätzlich erstmal am Anfang geben. Den Grund-Pledge, wo 4 Bosse, also 4 Gegnermonster drin sind und 4 Jäger, ne, das findet ihr hier unten. Und einen zweiten Pledge mit ganz vielen Kickstarter-Exclusives, also der Base-Pledge ist bei $81. Ja, und hier seid ihr dann bei 161, ne, schon ein bisschen mehr. Was hier insgesamt aufgerufen wird. Ne? Also, ja, Geld kann man da wahrscheinlich lassen ohne Ende. Also könnt ihr ja mal googeln. Allein beim normalen Monster Hunter World, was jetzt kam. Wahnsinn, was dort an Boxen kommt. Ich bin ja auch einer der letzten wahrscheinlich wieder, der bei Tanaris Adventures den Großteil seiner Sachen jetzt bekommt. Ist ja auch absurd, was da an Boxen kommt. Ne? Also, graut es mir echt vor, weil der Platz ist einfach endlich. So, und noch eine andere Kampagne. Und da ist es vor allem ein Reprint, ist Aeon Trespass Odyssey. Habe ich ja auch, zumindest das Grundspiel. Ich habe es aber bisher nicht gespielt. Und ja, ich will es unbedingt irgendwann mal spielen, aber bisher habe ich da niemanden so wirklich zu, der mit mir das mit dem ganz vielen Englisch spielen will. Apropos Englisch, nochmal ein wichtiger Punkt. Wurde ich ja letztes Mal darauf angesprochen, dass ich da bitte jedes Mal mitsage. Also könnt ihr euch merken, wenn ich nichts sage zur Sprache, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es in Englisch. Also in anderen Sprachen stelle ich nicht vor, denn Englisch ist die einzige Fremdsprache, die ich ausreichend gut kann, um Spiele darin zu spielen. Also Französisch, Spanisch, Italienisch, Mandarin, sucht euch aus, kann ich alles nicht. Das heißt, so eine Sachen stelle ich dann halt auch nicht vor, wenn sie nicht in den Sprachen kommen, die ich selber kann. Alle Spiele, die ich hier euch bisher zeige, Aeon Trespass Odyssey, Monster Hunter World und Dead Cells, meines Wissens nach, kommen nur auf Englisch. Und das ist auch das Problem, wie gesagt, bei Aeon Trespass Odyssey, Deutsch. Ich würde das feiern, wenn das jemand machen würde, wie Feuerland damals mit Gloomhaven. Ist aber natürlich noch viel nischiger hier, das Spiel. Denn ihr seht, ihr habt eine Komplexität von 4,73. Das ist eine Kombination aus einem narrativen Spiel, angelegt in der griechischen Antike, was ich geil finde, Mythologie. Mal was ganz anderes auch vom Setting. Und auf der anderen Seite halt ein Boss-Battler. So, auf der einen Seite habt ihr einen Reprint, um auch euch noch Erweiterung zu holen. Da kommt ja eh noch die zweite Welle. Das müssten die Sachen hier sein mit Atlantis und so. Da erinnere ich mich dran. Das hat ja auch damals nicht unterstützt. Und es gibt auch noch eine neue Sache, 12 Sins of Heracles. Ja, und da ich das selber gar nicht gespielt habe, aber es zum Beispiel beim Becky von der Nische schon ein Video dazu gibt und noch andere Sachen findet man natürlich im englischsprachigen Bereich auch, würde ich euch einfach bei Interesse dorthin verweisen. Da könnt ihr euch das mal angucken, ob das was für euch ist. Auf jeden Fall viel Geld, viel Platz, tolles Material, habe die Grundbox ausgepackt, wirklich begeistert, wie es alles aussieht. Aber es ist halt viel Englisch, viel Narration natürlich in so einem Spiel. Und ja, da habe ich aktuell nicht die Gruppe für, aber wird hoffentlich irgendwann kommen. Also verkaufen werde ich es auf jeden Fall nicht. Dafür bin ich viel zu neugierig, wie es sich am Ende genau spielt. Ja, das ist mein Überblick für diese Woche. Freut euch auf die Videos rund zum Spiel des Jahres. Da könnt ihr auch ein bisschen mitspekulieren, welche Spiele ich dort mitnehme. Und welche ihr nehmen würdet vor allem, ja. Denkt dran, bei mir geht es dann halt um kooperative Titel, bei anderen Better Board Games und so, die haben ja da schon Listen gemacht. Kann man natürlich zu allen möglichen Sachen dann etwas sagen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.